Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. Die harte Lage am Stahlmarkt hat nicht nur Deutschlands größten Stahlkocher ThyssenKrupp in die Bredouille gebracht, auch Deutschlands größter Konzern, unabhängiger Stahlhändler Glöckner & Co. hat ein bisschen federn lassen müssen. Jetzt sagt der CFO, es geht wieder aufwärts. Heute ist er bei uns. Herzlich willkommen, Glöckner CFO Markus Ketter. Vielen Dank. Sie haben ein Restrukturierungsprogramm aufgelegt, das Ihnen jetzt sehr gut zugutekommt, nämlich KCO 6.0 heißt es. Das hat es in sich gehabt. Sie haben jeden fünften Standort zugemacht, jede vierte Stelle abgebaut, sehr, sehr tiefe Einschnitte. Was genau haben Sie damit erreicht? Also wir haben seit September 2011 das Restrukturierungsprogramm gefahren. Wir haben tatsächlich leider über 2200 Mitarbeiter abbauen müssen. Und dementsprechend ist das natürlich ein harter Einschnitt gewesen. Im Wesentlichen haben wir das in Europa gemacht, ein wenig noch in den USA. Und wir haben das geschafft, dass wir im letzten Jahr, im zweiten Halbjahr, obwohl Volumen und Preise bei uns wieder heruntergegangen sind, tatsächlich wieder die Quartalsergebnisse verbessern konnten. Sie haben auch deutliche Änderungen im Geschäftsmodell eingeleitet. Sie wollen sich nach oben bewegen. Sie wollen das Standardgeschäft, das Commodity-Geschäft zurückfahren und höherwertige Dienstleistungen stärker anbieten. Die Frage, die ist natürlich ein Outsider wie uns stellt. Sie sind Stahlhändler. Man erwartet von einem, in Anführungszeichen, alten Stahlhändler hier eigentlich jetzt keine super High-End-Lösung, sondern einfach, dass pünktlich der Stahl angeliefert wird. Ja, wir haben die Distribution natürlich, das ist unser Hauptgeschäft, aber wir bieten auch derzeit schon natürlich Services an. Das kann also von Schneiden von Stahl sein, das kann Plasma-Laser-Bearbeitung sein. Das sind alle möglichen dieser Art von Added Value. Und das wollen wir weiter ausbauen. Wir sehen da natürlich auch eine Stabilität unseres Geschäftes, die wir damit erreichen können. Und wir werden das Distributionsgeschäft natürlich deutlich weiterführen, sodass das zusätzlich zu sehen ist. Ein ganz interessanter Aspekt Ihres Programms ist das Thema IT, finde ich. Sie haben riesige Lagerbestände, die fast den kompletten Börsenwert ausmachen im Moment. Das ist Geschäftsmodell abhängig, da können Sie nicht wieder machen. Sie wollen aber jetzt über eine IT das Ganze so aufbauen, dass Sie Ihre Lagerbestände reduzieren können, indem Sie viel cleverer die Bestände direkt vom Erzeuger zu den Kunden bringen. Da ist natürlich die Frage, welche Rolle spielt die Finanzabteilung, die Controlling-Abteilung bei diesem Upgrade des Geschäftsmodells? Ja. Also zum einen, ich bin nicht nur fürs Controlling Finanz verantwortlich, sondern auch für IT und zwar gruppenweit. Ich habe zwei Kollegen, das eine für Europa und eine für USA verantwortlich und die IT ist sozusagen auf die Querschnittsfunktion dort. Das Upgrade soll so laufen, dass wir zunächst einmal Barcode einführen. Das hört sich jetzt nicht toll an, aber in unserer Industrie ist das noch nicht gang und gäbe, dass man sowas hat. Das machen wir. Zusätzlich wollen wir dann E-Commerce parallel dazu aufbauen. Wir haben das bereits in der Schweiz, machen das auch in Holland und bauen dann perspektivisch gesehen das E-Commerce-Geschäft weiter aus, indem wir auch tiefer in die Wertschöpfungsstufen unserer Kunden und auch zu den Lieferanten rein wollen. Wir haben jetzt gerade mit einem Lieferanten das so gemacht, dass wir direkten Zugriff auf dessen Lagerbestände haben, sodass wir unser eigenes Lager damit sparen konnten. Sie haben bei der Vorstellung Ihrer Jahreszahlen explizit erwähnt, dass Sie Ihre Controlling- und Treasury-Systeme aufrüsten wollen. Was hat es damit auf sich? Also wir bauen natürlich unser ERP-System weiter aus. Zum einen werden wir Controlling dort nochmal verstärken, von der Systemseite her gesehen. Wir bauen zusätzlich unser Business Warehouse, das wir haben, zu einem company-weiten Business Warehouse aus, das State of the Art ist. Zusätzlich haben wir uns gerade entschieden, neue Frontend-Tools zu verwenden, also damit, womit man die Daten analysiert. Und damit ist natürlich aus dem operativen Geschäft möglich, besser zu sehen, wo Marge gemacht wird und gegebenenfalls, wo etwas weniger Marge rauskommt. Sie haben sich während Ihrer Restrukturierung 2 Jahre lang eine Auszeit gegönnt, was Zukäufe angeht, indem Sie halt stärker am Geschäftsmodell gearbeitet haben. Jetzt haben Sie vor ein paar Wochen wieder angefangen. Sie haben in der Schweiz einen kleinen Stahlhändler zugekauft für 5,6-mal EBITDA. Warum gerade jetzt? Es war auch opportunitätsgetrieben, das muss man natürlich auch sehen, weil das ist ein Mittelständler gewesen und der hatte sich jetzt entschlossen, das Unternehmen zu verkaufen, sodass es jetzt also die Möglichkeit gab, es zu erwerben. Hinzu kommt aber, dass wir jetzt natürlich auch sehen, dass das Geschäft wieder nochmal die Talsohle durchschritten hat und wieder besser wird, sodass wir auch gesagt haben, dass wir sehen, dass wir dieses Jahr wieder ein positives Ergebnis erreichen können. Von daher ist das natürlich, wenn man die Perspektive hat, jetzt eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, so eine Akquisition zu machen. Und hinzu kam, wie gesagt, dass der Mittelständler verkaufen wollte.
Der Track Record Ihres Unternehmens im M&A-Bereich ist ja nicht wirklich gut. Da können Sie jetzt persönlich nichts dafür, weil Sie noch nicht so lange dabei sind. Aber es ist schon zweimal passiert, dass Sie kurz während der Stahlzyklus hochgelaufen ist, sehr viel zugekauft haben und dann, als der Stahlzyklus runtergekommen ist, als die Targets auch billig waren, mit sich selbst beschäftigt waren. Jetzt fangen Sie wieder an zu kaufen. Jetzt könnte man natürlich fragen, ob sich die Geschichte jetzt zum dritten Mal wiederholt. Wir haben aber auch gute Käufe getätigt. Also Becker Stahl Service Center beispielsweise ist eine absolute Ertragsperle bei uns. Ist ein großes Automotive Stahl Service Center. Wir haben in der Schweiz auch einen Zukauf getätigt, der hat auch gut funktioniert. Aus der damaligen Sicht war es einfach so, dass keiner erwartet hatte, und wir haben auch tatsächlich Marktstudien von extern genommen, dass die Märkte in den USA beispielsweise oder in Brasilien von da an runtergehen würden. Von daher kann man sagen, nicht erwartet und ein bisschen Pech gehabt mit dem Timing, sodass es natürlich aus heutiger Sicht so aussieht, dass die M&A-Akquisitionen nicht erfolgreich waren. Insgesamt muss man aber auch sagen, wir haben diese Unternehmen integriert. Wir sind dadurch größer geworden, haben damit auch, sagen wir mal, die besten Einkaufskonditionen, die man haben kann in dem Markt. Und jetzt warten wir sozusagen, dass die Märkte wieder nach oben gehen und dann werden auch diese Akquisitionen wieder Erfolg haben. Ihre Bilanz schränkt Sie beim Gasgeben ja ein bisschen ein. Sie haben dieses Jahr Fälligkeiten von 370 Millionen Euro, die Sie refinanzieren müssen. Sie haben allerdings auch 600 Millionen Euro Cash zur Hand. Trotzdem brauchen Sie ja einen guten Sockelbetrag an Liquidität. Wie wollen Sie denn dieses Jahr mit diesen Refinanzierungen umgehen? Und welche Instrumente haben Sie vielleicht im Blick, wenn es um die Neufinanzierung geht? Also fällig sind im Juni Schuldscheinverschreibungen und unser Convertible, die insgesamt ungefähr 150 Millionen Euro ausmachen werden. Die beabsichtigen wir zurückzuzahlen, ohne dass wir eine Anschlussfinanzierung machen. Das können wir uns sehr gut leisten, weil wir halt ausreichend Cash haben. Gleichzeitig sind wir dabei, unser ABS-Euro-Programm oder unseren syndizierten Kredit zu verlängern. Und das sieht auch sehr positiv derzeit aus, sodass wir also dieses Jahr einen Fokus darauf legen, Instrumente, die fällig werden, zurückzuzahlen, um unsere Zinsaufwendungen zu reduzieren. Und gleichzeitig die langlaufenden Finanzverbindlichkeiten, die wir haben, um ein Jahr zu verlängern. Wir kommen zu den drei Fragen von Finance TV, die Sie bitten, mit Ja oder Nein zu beantworten. Ja. Und die erste geht auch genau in diese Richtung. Werden Sie bei der anstehenden weiteren Fremdfinanzierung Ihr Kapitalmarkt-Exposure erhöhen? Nein. Wird Glöckner am M&A-Markt jetzt wieder zu so einem seriellen Käufer werden, wie die Firma es einmal war? Ja. Haben Sie Ihr Inhouse-M&A-Team so aufgerüstet, dass Sie in diesem M&A-Zyklus bessere Ergebnisse abliefern können als im letzten? Definitiv ja. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei. Danke Ihnen für Ihren Besuch bei uns. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Am Freitag eine neue Ausgabe von Tut nichts zur Sache. Es gibt viele gute Nachrichten, die sollten sich nicht entgehen lassen. Wir freuen uns darüber. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss.